Oh, hier liegt schon Eierkarton. Die Spuren, ey. Also wenn da der Eierkarton liegt, dann müssen die Paletten ja wohl hier hin. So, gucken wir mal. Ich finde das mit diesem Heben eigentlich schon wieder so lästig, ne? Man baut nur Scheiße damit. Ja, das kann manchmal hilfreich sein, aber Ja, meistens auch einfach Scheiße. kann aber auch brutal ausarten. So in etwa. Will gar nicht hinschauen. Will gar nicht hinschauen. Will nicht hinschauen. Was machst denn du? Auf die Pritsche und festschnallen, oder? Ich hab's einfach mal auf dem Dach entsorgt. Vor allem, du kannst es auch aus 1,5 Kilometer schon greifen. Hast du gesehen, wo dein Auto steht? Guck mal, er kann's nicht. Ich spiel Fang mit dem Auto. Merke ich. Jetzt überlege ich gerade. Stopp, ich überlege gar nichts. Händler, Garage, gemietete Fahrzeuge, weg. Kannst du das Fahrzeug mal loslassen? Ich fahre doch gerade. Wohin? Jetzt nimmt er mir das Auto Wenn, dann kaufen wir die. weg. So eine Heulsuse, der Typ da. Geh da hinten in der Ecke heulen. Fluffy, komm her. Komm her. Wo ist das Essen? Ah, ist der mal wieder da, der olle Köter? Ja. Ja, dann fütter den mal. Der holt Ja, uns habe ich wieder schon. ab. Kenn den schon, den Hund. Total untreu. Ja, bei jedem winkenden Schnitzel ist er weg. So, also Sieb ist aufgeschoben. Silos aufgeschoben. Was kostet diese olle Anhänger? 16.000 und so ein. Oh, hier habe ich wieder Neues. Ja, die Yeah. Auto, das mit den Anhänger und Auto, das machen wir, wenn wir ein neues Auto gefunden haben. Was Ja, auf jeden wir Fall. haben wollen. Eins, was ein bisschen anders auch sich anhört. Ja, und auch geiler aussieht und mehr zu unserem Stil passt. Scout reiten. Paladin reiten. Digga, ja, die können durch Wände. Ich kann auch durch Wände rennen. Wenn du nicht geritten werden willst, dann nehmen wir den. Das hört sich nicht richtig an. Wo war springen und schneller? Wo war springen? Der Taste. Nein, nicht bei Doch. mir. Ich muss erstmal den Rückwärtsgang einlegen. Rückwärts. Beim Pferd. Ja. Läuft bei dir. Da ist der Rückwärtsgang. Rückwärtsgang beim Pferd. Am linken Ohr, einmal am linken Ohr ziehen. Ich reite jetzt das eine Pferd hier. Bremst doch, du fährst gegen die. Du fährst. Läufst gegen die Wand, Kollege. Ich finde es auch geil, dass man ein Pferd mit einem Lenkrad steuert. Gibt es eine Alter. Ego-Perspektive, eine Innenansicht? Nein. Eine Innenansicht vom Pferd. Leisure. Lässt sich das Scheiße lenken. Es hat einen Wendekreis wie, naja, ein Öltanker. Voll eingeschlagen, das Lenkrad. Na, los, komm. Ach Mann, ey. Jetzt backen wir hier irgendwo am Silo fest. Ich dreh durch. Wir könnten es eigentlich hochpäppeln,
füttern und nach Italien verkaufen für Salamiherstellung. Tschüss. Wie nennen wir unsere Pferde? Salami. Gibt's auch irgendwo eine Anzeige, wie lange ich das geritten habe? Ja, so und so viel Prozent, glaube ich. Ich sehe nichts. Später in der Übersicht, wenn du es wieder in dann oder Ach oben so. bei hier. Was ist Moment. Kanter? Was ist S3? Du bist jetzt beim Scout, oder? Nee. 26, 27%, 28% bewegst du gerade, oder? Ja. So viel habe ich Ja. ja schon geritten. 29%, 30%. Das geht aber schnell, wenn du mit denen hier rennst, Alter. Sind nur 5 Minuten, die du am Tag reiten musst. Okay. Hat das gerade gequiekt wie ein Schwein? Oder habe ich mich da verhört? Das ist überzüchtet. Wie viel Prozent? 37. Das sind aber noch keine nicht, 2 Minuten, Alter. Ja, es sind noch keine 100. Springen, umschalt rechts. Da ist Springen, okay. Okay. Schön erstmal durch den Schweinestall springen. Yeah! Huhu! Oh, nicht gegen die Mauer klatschen. Und wir gucken mal, wo der komische Hund ist, Pferdchen. Hui! Da, ich bin fertig, ne? Sollte so spät nicht mehr aufnehmen, glaube ich. Ich habe wieder eine Ladung im Silo. Eine Ladung im Silo? Ja, er hat gehäckselt. Ach, hast du gehäckselt? Oh. Du Abfahren. Alter, schön. Gesundheit. Meine Nase trinken. Ja, okay. Bringen wir das mal wieder zurück. Nämlich keinen Bock auf Reiten. Ich wollte ja nur mal gucken. Und absteigen. 66%. Naja, Rest macht der Pferdehelfer. Ja, vorausgesetzt, ihr habt schon drauf. Ja, wenn nicht, ist der gleich drauf. Wenn wir aufhören. Ja, jetzt wo wir die ersten Tiere haben, ne? Was kostet denn der Kompaktlader eigentlich? Das ist günstig. Zum Sauberhalten. Und was gibt's da so für Schaufeln? Wolltest, da hast du doch Kompaktlader. welche von TCB, oder? 1200 Was hast du gesagt? Meter. Wolltest du suchen? Die sind nicht mit drauf, die von JCB. Die müssen wir erstmal. Ich habe mir die. Doch, ich habe die runtergeladen, aber noch nicht auf den Server gezogen. Okay. Ich glaube aber auch nicht, dass die andere Schaufel, also größere Schaufeln haben. Müsste ich vielleicht auch nochmal ausprobieren. Weil hier sind 1284 Liter, das ist jetzt nicht so doll. Das könnte mehr sein, gerne. Ja, wobei andererseits ist es auch Wurst, weil da, wo du es aufnimmst, kippst du es auch quasi direkt wieder ab eigentlich, ne? Ich hoffe. Also im Großen und Ganzen kostet das knapp 40.000. So ein Kompaktlader. Vielleicht sind ja die von JCB sogar noch ein bisschen günstiger. Ehrlich gesagt gefallen mir die einfach besser. Ich finde die New Holland sehen. Andererseits ist es auch Wumms, ne? Ja, so. Machen wir jetzt das Feld noch fertig, Alter? Das dauert auf jeden Fall noch eine Weile. Ja, ich würde sagen, wir können das ja so ein bisschen schöner hinstellen und auf jeden Fall den Hafer ernten. Hafer willst du noch ernten? Ja, zumindest ein Teil, dass die Viecher was zu fressen haben, oder? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir Feierabend machen. Ich weiß halt nicht, was passiert, wie die Viecher weiter fressen, oder kannst du den irgendwie stoppen? Nö. Also eigentlich sollte der Server dann ja aus sein. Ja, okay, wir könnten.
Ja. Ein bisschen Du Hafer. weißt, was ich meine, Ja, oder? ich weiß, was du meinst. Nicht, dass die verhungern oder keine Naja, Ahnung. verhungern werden die nicht. Die sind dann einfach unproduktiv. Ich weiß halt nur nicht, inwiefern sich das auswirkt auf den ihre Fitness und ob der Typ dann noch reiten kann und so. Das weiß ich Weil nicht. ich glaube, die werden dann krank oder sowas haben. Gut, dann Überladewagen zum Haferfeld. Der müsste leer sein, oder? Der ist leer, korrekt. Perfekt. Dann mache ich den auch leer. Dann tue ich mit dem dann gleich den Stroh einsammeln, oder? Das würde ich erstmal liegen lassen. Oder so. Ist das, weil ich würde jetzt vielleicht gar nicht das ganze Feld abladen, sondern Nee. vielleicht erstmal so viel, dass wir für 6 Tage voll machen können. So hätte ich auch gedacht. Einmal den Das Balken füllen und ist fertig. wahrscheinlich einmal hier 3 Meter ins Feld fahren, dann haben wir genug. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist so eine Bahn, wenn überhaupt. Dafür jetzt extra den Drescher. Ja gut, den Drescher können wir dann natürlich dann auch hier stehen lassen, eigentlich. Dann müssen wir ja so oder so rausholen, weil wir ihn ja ernten müssen. Ja. Selten. Irgendwann. So. Aus, an, aus, an, aus. Schön, man hier auch irgendwas sieht. Ja, jetzt passt das. Dreckig der Drescher ist. Komme ich wieder nicht an die Deichsel? Och Mann. So, auf geht's. Einmal zu den Feldbrettern. Es steht so viel Arbeit an, Alter. Die ganzen Felder auch wieder aufbereiten. Erstmal müssen sie noch leer werden, dann wieder aufbereiten und. Eieieiei. Mit dem Joskin komme ich rüber, oder? Naja, kannst du. Ich fahr's mit dem Überladewagen gleich rein. Oder? Weil ich denke mal, den werden wir eh nicht voll kriegen an dem Feld. Okay. Oder? Ja, also gut, ich würde es jetzt eh nicht ganz abernten. Wie gesagt, ein paar Meter reinfahren. Ich weiß ja nicht, wie viel brauchen, wie viel Prozent sind denn das jetzt im Moment? Das ist schon wenig. Ich denke mal, lass da vielleicht 10.000 So. Liter reingehen. Ja, 10, 14, sowas brauchen Machen wir wir. Ich 20.000. glaube, dass es auch diese 16.000 sind, wie unten dieses Heu. Nee, Heu war, glaube ich, mehr als Stroh. Nee, Quatsch. Hafer meine. Als Hafer. Kannst du nochmal bei den Tieren eben, da stand ja, wie viel Prozent, ich glaube, mehr Heu als Hafer, glaube ich, war die Mischung. 60-40. Okay. Oder andersrum? Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Wo stand denn das? Beim Tiermenü, ne? Ne, irgendwo, ach, keine Gute Ahnung. Frage. Ein Hilfeding vorne wahrscheinlich. Moment, ich such's. Pferde. Pferde. Ja, bei den Pferden selber steht das im Menü. Unten. Ah, da unten. Ja. Hafer 60, Heu 40. Also doch andersrum. Okay, dann doch mehr Hafer. Okay. Krieg mal hin. Schön in des Nachbars Baumwollfeld hier brettern.